So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ships at Sea. Ja, wir stehen uns vor unserer Hannelore. Ah, die Leiter funktioniert. Und ja, dann gehen wir wieder raus und wollen uns die nächste Mission einangeln. Das dauert mich alles ein bisschen länger, deswegen wasche ich hier so ein bisschen durch. Mal gucken, was sie im Office so haben. Ich habe nochmal Delivery-Ding. Ich würde auch mal so ein Clean-Up-Trash machen. Einfach so. Weil sonst haben wir ja nur Deliveries ohne Ende. Move Trash vom Rostwarters. Also, hier kannst du echt kein. Obwohl, das kommt ja immer. Weil das hier ist ja nicht wirklich Cargo. Aber wir nehmen die mal an. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir machen es einfach. Pick-Up-Trash. Ich habe einen Tag Zeit und den Trash müssen wir noch deliveren. Also im Endeffekt ist es auch bloß Delivery, bloß dass das Ding hier nicht hier vorne steht, sondern im Wasser und wir müssen es dann nachher hierher tragen. Ja, ich sehe gerade, dass so mein Marker weg ist. Der ist wahrscheinlich nicht immer da, weil ich setze hier gerne mal einen Marker. Hier fehlt einfach auch die Häfen. Die auch mal anzeigt dann auch, okay, hier ist der Anlegesteg. Dann setze ich mir hier einfach mal so einen Marker, damit ich weiß, wo ich dann wieder hin muss. Ja. Als Kind habe ich mich öfters verlaufen, also schaffe ich auch als Erwachsener noch. So, dann gucken wir mal nach, wo müssen wir denn überhaupt hin? Wo ist denn der ganze Mist? Muss ich überhaupt im Boot sein? Kann ich vielleicht auch schwimmen? Weiß ich gar nicht. Machen wir bitte auch bei mir ein bisschen leiser. Bei euch müsste es eigentlich ganz gut funktionieren. Oh nein, das hat die Maschine nie gemacht. Mal aus, ich muss das. Oh, die Tür ist blockiert, weil ich nicht durchgehen kann. Ich steh doch wie Bude nichts danach, wenn ich da jetzt hingehe. Ich gucke mir das mal hier kurz hier draußen. Vielleicht sehe ich hier schon. Oh, na toll. Na gut, ich hoffe mal, man sieht den Dreck irgendwo. Ich weiß es nämlich nicht. Ich lasse am besten offen, das stört mich eigentlich sowieso nicht. Frische Luft und so. So, das habe ich immer an. Indoor Lights machen wir auch irgendwie erstmal an, dass ich hier drinnen was sehe. Suchlicht kann man wahrscheinlich auch anmachen. Dann ist eigentlich nach vorne Licht. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. So, ich fahre jetzt einfach um Rost drumherum. Pickup Trash. Das ist ja eigentlich von sich aus jetzt hier einfach ein bisschen im Wasser. Und fahre da jetzt einfach ein bisschen rum. Ich weiß es jetzt nämlich nicht, was ist. Ich kann jetzt auch nicht so super schnell fahren. Dann würde ich den Dreck definitiv nicht sehen. Wir hätten eigentlich gesagt, dass es im Wasser ist. Gut, okay, anders macht ja keinen Sinn, oder? Oh, das ist natürlich wieder eine Mission. Ich dachte eigentlich, dass er wirklich ein bisschen was anzeigt. Aber hier, das zeigt gar nichts an. Deswegen schwimme ich hier so ein bisschen rumher und gucke mal nach, ob ich hier irgendwas sehe. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Kann sein, dass es auch gar nicht hier ist. Aber dann gucken wir uns wenigstens mal die Gegend besser an. Rein theoretisch muss es ja eigentlich hoffentlich gut erkennbar sein. Also wenn das dann auch schon schwarze Pakete sind im Müll, wird es schwierig.
Ganz ehrlich, weil. Wie willst du schwarz auf dunkelblau erkennen? Ich weiß es nicht. Ich gucke ja bloß nach den, wie sich die Wellen brechen im Schwarz. Ob das jetzt dann irgendwie anders aussieht. Ich hoffe mal, dass die alle auf einen Fleck hocken. Wenn die dann natürlich super schwer zu erkennen sind oder dass man die Stelle irgendwo hat. Also mir fehlt jetzt eigentlich in erster Linie überhaupt die Marker. Ich sehe sie jetzt sonst nicht. Was einlädt. Das hat doch bestimmt dann irgendwie naja eine Funktion, weshalb das dann grün, gelb, rot oder weiß, rot und sowas. Blinkt oder markiert ist. Ich glaube Abstände oder sowas. Welche Stufe man da noch mit der nächsten Schiffklasse reinfahren darf oder Bootklasse, wo das dann gar nicht mehr geht. So, hier sind doch die ganzen Superliner. Kleinere Schiffe. So, ich bin um das halbe Rost drumherum gefahren schon. Wie gesagt, ich würde mich wundern, wenn es irgendwo kleine Stelle ist. Also hier wäre es Minimum gut gewesen, dass gleich am Anfang schon was zu sehen ist, dass man weiß, aha, so sieht der Müll also aus. Ja, und dann ist das vielleicht wie eine kleine Spur gelegt. Ja, der nächste dann aber auch schon manchmal so weit entfernt, dass man das irgendwie schon mal weiß, wie das aussieht. Weil ich fahre jetzt hier, ehrlich gesagt, jetzt zum ein unbekanntes Gewässer. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht, wo die liegen. Müll stelle ich mir eigentlich immer so ziemlich in einer Küste vor, in der Nähe von Gebäuden und so weiter. Was ist das Blaue da? Und ja. Zählt das ja auch schon als Müll? Und wenn, dann komme ich da jetzt nicht so einfach ran. Und hier darf ich eigentlich auch gar nicht rein. Denke ich mir mal. Ich glaube nicht, dass es als Müll zählt. Ich glaube, das würde man wirklich erkennen. Also, Abibö war ja wirklich ein Müllsack. Na toll! Ich habe den doch bloß mal kurz gegrüßt. Weil die Neugier hat mir das Boot wieder kaputt gemacht. Life-Jacket trage ich an der Zeit. So, dann fahren wir dann wieder mal ein bisschen rüber. Und gucken da mal weiter an. Also ich dass das hier bloß nicht noch weiter kaputt geht. Sehe ich den Damage irgendwo?
Arbeit, Temperatur, nein. Oben auch nicht. Eine Steckdose, cool. Eine Kaffeemaschine anschließen. So, mal gucken. Es ist ja auch mittlerweile dunkel, das ist ja jetzt auch nicht gerade super geil. Ich kann ihn zwar anmachen, nützt mir jetzt aber auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich den hier steuern kann. Suchlicht. Ich mache es einfach aus. Ich hoffe, dass ich die Sonne jetzt nicht so. Ansonsten schlafe ich halt nochmal eine Runde. Ich habe hier noch einen Tag Zeit für den ganzen Müll. Moment. Ja, wir hauen ab vom Rost. Hier müssen wir wieder zurück. Vielleicht liegt das auch hier irgendwo. Ansonsten gebe ich die Mission wieder ab. Dann tut es mir leid, dass ihr da sonst zugeschaut habt. Aber was willst du machen, ey? Ich fahre jetzt nochmal eine Runde zurück. Also hier ist es definitiv nicht. Es soll nun bei Rost sein und nicht auf der Welt. Ich meine, da kann ich natürlich auch Müll sammeln. Darum geht es ja auch gar nicht. Aber wenn es echt dunkel, dann wird es echt schwierig. Ach, warum sowas denn noch nicht einfach irgendwie eingetragen ist. Ja, das ist der Marker, den ich gesetzt habe. Noch ein Marker, der wird ich auch nicht. So. Hier sind Fische. Kann man mal rauszoomen. Wenn es um Rost geht, ist es halt da unten. Und ich glaube nicht, dass ich mit dem kleinsten Boot der Welt dann nachher durch. Wahnsinn. Hier durch die. Durch alles durchgehe. Es ist wirklich eher so die Kleinigkeiten hier. Und mir fehlt dann nachher halt das Ganze. Sollte nur ein bisschen Suche schon sein, aber es sollte vielleicht auch irgendwie eingegrenzt sein. Zum Beispiel, dass das Ganze hier irgendwo zu sehen ist oder sowas. Ja. Irgendwie sowas. Es wird auf jeden Fall dunkel. Ah, das ist hier verhängnis. Volle blaue Tonne. Sprit haben wir noch da. Da sollte ich auch mal gucken. Knoten recht günstig. Also nicht wirklich viel. Wir verbrauchen 8,7 Liter die Stunde. Ah, ist auch schon ordentlich. Ja, hat aber ein bisschen mehr Reibung als beim Auto halt. Ne? So, aber mir fehlt dann noch irgendwo Damage-Anzeiger. Also bestimmt dann noch wieder auf 20% runter, ja, Damage. So, hier sehe ich jetzt sowieso nicht mehr viel. Ich glaube, ich lege mich ja wirklich mal aufs Ohr irgendwo. Irgendwo konnte man das ja, glaube ich, mal tun. Weil jetzt wird es definitiv schwierig, da irgendwas zu finden. Kann man jetzt irgendwo hier draußen oder muss ich jetzt hier irgendwo anhalten? Ich meine, jetzt könnte man hier irgendwo machen. Würde ich jetzt einfach hier stehen bleiben? Ich meine, hier würden wir noch irgendwo schlafen. Nicht? Konnte ich nicht? War das nicht hier? Und ab zur Heimathafen. Dann mach den hier gleich auch noch mal aus, weil ich sehe sonst nichts mehr hier drin. Und ja, sieht einfach geil aus. Ich mache es nicht mal an. Es bringt mir zwar jetzt nichts. Und ja, dann noch mal weiter nach was drüber. Genau, so ein Anlegehafen. Es kann durchaus sein, dass
Bier da. Erstmal bei uns irgendwo im Office halten müssen. Ja, wie sie dachte. Schon schwierig jetzt hier irgendwas zu sehen. Meine schön gemacht ist es so. Das hier hätte ich jetzt gerne übersprungen, den Teil. Na, Schnellreisefunktion ab nach Rost wäre schon gut, dass ich von dort aus dann noch weitermachen kann, weil, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo Müll ist. Irgendwo tümpelt der hier rum. Und ich glaube nicht, dass es um Kaugummipapier geht. Also das sollte man eigentlich schon sehen. Wahrscheinlich diese schwarzen Säcke, was ich da gesehen habe, werden hier im Wasser liegen. Wenn ich, wenn ich zurückkomme, dann nachher sehe ich, dass es gar nicht im Wasser ist. Schwimmen wir erstmal die ganze Zeit rumher. Ich kann aber bei der WLAN auch gleich nochmal lesen, obwohl das kann ich auch hier machen. Mission. Rostfahrt, ja, doch. Aber ich kann es auch canceln, falls mir das Ganze auf den Sack geht. Geht auch. Und ich probiere es vielleicht nochmal auf der anderen Seite aus. Ich gehe jetzt bloß nochmal kurz zurück, um halt das Ende des Tages und den Beginn des neuen Tages, bis zum Beginn des neuen Tages abzuwarten. Ja, und dann versuchen wir es dann mal auf der anderen Seite nochmal. Und wenn ich es jetzt nicht finde, dann, ja, dann haben die ja noch was zu sein und ich habe noch was zu feedbacken. Und eventuell dann auch mal noch Wünsche zu bringen. Ich sage dann auch, okay, schaut euch mal das und jenes an, weil ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt anfangen soll zu suchen. Ja, es könnte jetzt hier drinnen sein. Und da gucken wir uns jetzt doch mal rein. Aber ich glaube nicht, dass es so wahnsinnig kompliziert ist. Das ist doch dann hier an jeder Ecke, das ist. Ich weiß ja nicht, ob wann irgendwelche Objekte auf Blöcken geladen werden. Ob das jetzt hier drin ist. Ich neige schon fast dazu, die Mission abzubrechen. Ich gucke auf der anderen Seite mal noch nach. Weil eigentlich. Wo bin ich denn jetzt eigentlich hin? Da muss ich doch rein. Gut, ja gut. Wie gesagt, einen Tag habe ich noch Zeit. Ich war ein bisschen erschrocken, als ich meinen Spielstand geladen habe. Das habe ich gestern natürlich nicht gemacht. Ich habe eine Doppelfolge aufgenommen. Und gesehen, dass die Zeiten gar nicht mitgetrackt werden. Ja, da steht also immer noch das Datum da, aber die Zeit selber nicht, weil also wie viele Spielstunden man weg hat. Wird es als Minute mit angegeben, Stunde, Minute. Ja, aber da steht 0,00. Also nix. So, naja, und das ist das Ding, ne? Also wenn du da reinguckst, erstmal steht der erste Safe Game ist ein Autosave, der ist leer. Dann die zweite, dritte, vierte, fünfte ist auch Autosave und dann beginnt der eigentliche manuelle Safe Game Part. Wo ich ein bisschen erschrocken gewesen. Erstes Safe Game war komplett leer, dachte ich, okay, aber da hinten ist ja dann gleich das nächste, war dann noch auf den Tree zu sehen. Noch ein Safe Game, dachte ich, okay, das wird das sein. Und klicke an, brauche ich mit noch Wasser, ja. Dachte ich, okay, das ist jetzt richtig ungeil. Nochmal raus, nochmal was hier, nochmal beim Safe Games rein und dann hier sehen, ach, okay, hier kannst du noch scrollen. Das ist ja alles Autosave gewesen. So, weil wie gesagt, den Müll würde ich jetzt hier erwarten, da erwarten und wir gucken dann später noch geradeaus. Aber ich will ehrlich gesagt nicht so gehen. Also hier sind ja auch diese Markers hier, dass man sagen kann, okay, hier kannst du parken. So stelle ich mir auch den Müll vor, dass der so halt aus dem Wasser rausbricht. Dummerweise auch in Sport. Also das bedeutet, wir haben jetzt noch mal ein bisschen Restlicht für da hinten. Das war's. Und ja, das will ich jetzt natürlich jetzt ja nicht unbedingt. Da
im Dunkeln jetzt versuchen, da was zu machen. Das wird ja ein bisschen schief gehen, denke ich mal. Zumindest ist es nicht optimal. So, das machen wir ein bisschen langsamer hier. Mittlerweile habe ich vielleicht den Dreh raus, I don't know. Ne, nicht wirklich, ich drifte hier ein bisschen ab. Bin zu weit. Doc, passt doch. Hier fehlt vielleicht auch so ein Autopilot. Oh Gott. Wie bei Elite Dangerous erinnert mich das ja so ein bisschen. Nur dass ich jetzt nicht so gut drauf bin. Bei Elite Dangerous brauche ich natürlich überhaupt gar keinen. Kein Autopiloten oder irgendwas in Richtung. Das mache ich alles so. Gucken wir mal rein. Service. Ich meine, dann hier kann ich nicht. Das hier kann ich nur zum Kaufen, Verkaufen. Smalltalk. Aha. Auch noch nicht. Inventory. Flashlights. Was soll das sein? Ach, Pinguin für Fische? Ja, okay. Ja gut, okay, also ich versuche hier irgendwo die Zeiten wegzukriegen. Switchboard. Meine Fresse, kann ich mich hier nicht irgendwo in der Ecke hinlegen? Was ist das? Waschmotor. Cool. Kann ich das Boot nachher waschen? Nice! Es wird zumindest nass. Richtig geil. Mach's wieder aus. Aber ich wollte ja mich eigentlich auf die Uhr packen. Ich wollte auf die Ohren packen. Jetzt hier, Customize. Ja, nee, ich bin noch blau. Jo, nee, also das sind die Anliegen, da gibt es bloß nur noch Fisch. Es ist ein bisschen dumm, ne? Wie switchen denn die Zeit? Achso, ab einem bestimmten Kilometeranzahl kriegst du halt ein neues Zertifikat. Das sind Level 1, noch nicht so viel. Level 1, wir haben noch keinen Skill. Ich bin mal gespannt, ob man das auch irgendwann mal sieht. Generell Mission Fischen Skill Wetter Get started Mission. Ach so, okay, das mit Tourismus. Gute Location where are floating garbage bags in the ocean. As soon as you spot a garbage bag, move the boat closer. Ja, dürfen picken. Es soll eigentlich angezeigt sein, wie bei einem Fisch, denke ich mal. Okay. Und wie kann ich denn noch was schlafen? Oder gibt es da eine Taste dafür? Oder kann ich mich einfach hier an eine Ecke packen und gucken? Ich hole mal in den Settings mal kurz rein. Moving, moving, moving. Ist nur das Gegenteil. Ich will es nicht moven. Place. Toll, bevor laufe ich jetzt in der Nacht rum. So ist, ich will schlafen. Okay, ich gucke mal kurz nach. Dann müsste ja der Trash ja irgendwie auch angezeigt sein. Hier ist doch was. Wo kommt denn das her? Okay. Ah, das ist ja geil. Okay. Ja. Wo kommt das denn auf einmal her? Also Leute, die Folge geht schon ein bisschen länger. Wir machen mal Folgendes. Ich werde es dahin schaffen. Wir trashen und dann warp ich dann wieder zurück. Also lange Fahrten werdet ihr nicht nochmal sehen. Ja, ich denke mal, das ist jetzt auch nicht so super spannend, diesmal beim Fahrten zuzugucken. Also bringe mich jetzt dahin und dann sehen wir uns dann noch wieder.
So, da sind wir wieder, hier ganz nah an dem Müll. Und da schauen wir uns das mal hin. Ich habe nicht die Taste gefunden oder wie auch immer, wie man hier übernachten kann. Ich meine, ich habe es mal gesehen, dass das ja irgendwo ging. Muss ich vielleicht mal die alten Folgen noch mal anschauen. Ja, vielleicht täusche ich mich ja auch. So, hier sollte dann irgendwo der ganze Müll rumliegen. Wo ist sie? Oder auch nicht. Mal gucken, wie die überhaupt aussehen, die ganzen Berge hier. Bis jetzt sehe ich einfach nur Wasser. Da ist doch was. Bewegen wir uns mal dahin. Soll ich da jetzt einfach drüber fahren oder raus? Springen? Wie geht denn das eigentlich? Oh Gott. Und die Suchlichter werden eigentlich auch super geil. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie komme ich denn erstmal da überhaupt hin? Setzen wir den mal in eine Art Flinte. So. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann es mal versuchen, mal rüber zu fahren. Also, jetzt haben wir es quasi gleich in der Gegend. Ich hab auch nicht, ich weiß nicht, wie ich rankommen soll. Soll ich da angeln oder was? Wir fischen eigentlich jetzt Müll raus. Ey, wenn ich jetzt irgendwas kaufen musste, um da was ranzuholen, ey, dann raste ich aus. Gib mal bei Help nochmal rein. Ich hätte es vielleicht vorher lesen sollen. Gute Location wäre von Ocean as soon as you spot a garbage. Move your boat closer to it. Interact with it to pick it up and place on your boat. Ist vielleicht nicht nah genug ran. Okay, weil da sollte jetzt ein Interact-Button auftauchen, da bin ich mir sicher. Das ist schon ein bisschen fummelig. Und das Ding schwimmt ja auch noch davon. Irgendwo der Müll oder bin ich dran vorbeigefahren? Ach man, was ist denn das für eine Scheiße? Kommt denn auf so einen Müll? So, jetzt links, rechts, geradeaus. Ich sehe es jetzt nicht. Da ist er. Das ist mindestens 1. Ich weiß nicht, ob es so. Ihr müsst nicht gucken, verzweifelt gucken, wie ich das jetzt hier alles mache. Ich knall das Ding jetzt hier einfach mal drüber. Mal sehen, was passiert. Es ist leider nicht so wie bei Sonic, wenn ich drüber fahre, dass es sich aufnimmt. Trotzdem muss es doch irgendwo jetzt in der Nähe sein. Also, komm doch an. Wieso kann ich auch nichts machen damit? Warum kann ich nicht springen oder sowas? Einfach ins Wasser gehen. Alter. Ich auch kein bisschen Müll, sag ich dir gleich. Ich habe keine Ahnung.
Interact mit denen. Da kommt ja keine 3 Meter an denen ran. So, ich probiere es nochmal und dann breche es ab, ey. Das ist doch Rotz. Ja, nochmal ausrichten. Natürlich treibt er natürlich ein bisschen mich in Wahnsinn. Oh, war das? Ach so. Tor. Da ist er. Oh. Na komm. Na komm. Oh, der treibt doch schon wieder weg, ey. Da ist er. Komm her, komm. Ja, der ist doch schon wieder weg. Alter, das ist keine Mission, an der ich Nerven habe, kann ich ehrlich sagen. Ja, wir werden es halt jetzt zum allerletzten Mal. Ah! Okay, das wird nix. Schwimmt natürlich jetzt für uns weg. Das ist ja normal. Ich weiß nicht, ob man dann den einfach rausangeln kann. Ich weiß es nicht. Also Müll nervt. Also sie hätten es wirklich sagen können, okay, du fährst ja quasi mit dem Boot hier auf den Meter ran. So. Ich weiß nicht, wo das ist. Wo ist der Müll hin? Ach, der ist da. Okay. Hab ich. Alter, das ist keine Mission für mich. Ja. Also euch quäle ich jetzt damit nicht. Ihr habt gesehen, wie es einmal funktioniert. Das mache ich jetzt hier nochmal 7 Mal. Und dann sehen wir uns dann im Hafen oder so. Übrigens, um das Safe aufzunehmen, weil da habe ich schon ein paar, ist das wirklich ungefähr in dieser Nähe. Ja, man lernt ja wirklich sehr gut, wie man das nimmt. E, zack, nehmen und dann ja das irgendwie abheben. Und ich habe hier noch ein paar, die irgendwo rumschippern. Also ich mache jetzt mal weiter. Ja. So, ja, von den letzten zeige ich euch das nochmal. Ich glaube, ich habe es eine Dreh raus. Also man lernt wirklich dann langsam, wie man mit dem Boot umgeht. Ja, da vorne ist vor uns der nächste Sack. Idealerweise immer am Steuerbordseite, weil man hier auch rausschauen kann. Muss natürlich darauf achten, wo der lang fährt. Selber rumschwimmt, hat ja auch eine Richtung. Und dann so dicht wie möglich an das Boot ran. Hier oben zeigt er auch wunderbar selber an. Ja, man sieht hier oben den Marker. Ich kann jetzt, ja. Und ja, ich hoffe, das geht dann noch irgendwie. Ich bin schon so weit gefahren, weil ich letztendlich kläre und. Aha, und manchmal klappt das einfach nicht so gut. Rückwärtsgang rein, Gegenrichtung rein und gucken, der taucht ja gleich in der Ecke wieder auf. So, dann neuer Versuch. Mal schauen, wo der gerade da oben mit den Pfeil ist, der ist mir leider auf der anderen Seite, das ist mir nicht so geil. So. Ist ja aber nicht ganz so schnell sein.
So, dann könnte man hier quasi schon nehmen, aber ich bin ja gerade am Steuer, das ist ein bisschen dumm. Lässt ein bisschen Luft raus, F, und dann schnappt man sich den einfach. So, zack. So, das war der letzte. Jetzt bringe ich den nochmal zurück und dann sieht man sich wieder. Bis dann gleich. So, willkommen zurück. Ich habe professionell eingeparkt und repariere das hier gleich mal wieder, was ich hier vertrieben habe. Food Repair needs to be done at the boathouse. Okay, gut, aber ich habe jetzt ein bisschen was repariert. Gut, jetzt schnappen wir uns mal den ganzen Müll und versuchen hier ans Land zu kommen. Oh Gottes Willen, warum geht das hier so nicht? Okay, nee. Dann liefern wir den Müll nochmal placen hier. Und ich versuche ihn nochmal richtig einzuparken. Das mal wieder richtig schön scheiße gebaut hier. Ich glaube, ich packe mal auf der anderen Seite, weil das mit dem Müll auch super funktioniert hat, ist vielleicht auch ganz gut. Entschuldigung. Eindeutig müsste hinten auf mein Schiff noch ein fettes A dran. Nein, das geht noch nicht so mit Docken. Das Ding kommt mir so gefährlich nahe. Nein! Okay, gut. Also, ich gern nochmal Rückwärtsgang einlegen. Und ich lasse mir nochmal die Zeit. Das Schiff hat nun mal einen etwas größeren und etwas fetteren Wendekreis als ich. Als mein Ich. Ich könnte ja mal versuchen, rückwärts einzuparken. So, da ist es. Kann ich auch gleich die nächste Station annehmen. Warum eigentlich nicht? So, dann nehmen wir das. Hier stehe ich gerade so super. Hier kann ich drüber springen. Ja, Liftboot. Geht. Gut, dann hier. Lief. Oh. Lief. Lief. Hallo. So. Naja, ist auch ein bisschen weit entfernt, ne? Ich könnte mich auch mal ein bisschen weiter ranzollen. Aber das machen die natürlich nicht. Wo müssen das jetzt hinpacken? Ich dachte jetzt hier. Hier. Hier, ah. Na toll, da soll alles drauf. Das passt doch hinten und vorne nicht. Aber ich habe noch mehr Paletten. Kann man das nicht irgendwie. Wie mache ich denn das? Ah, okay, cool. Das ist richtig gut. Kann ich doch wieder ranziehen. Das ist doch was. Dann müssen wir nicht immer so eine riesen Grätsche machen. So, ich will das jetzt ändern. Und da wieder rein. Und wieder raus. Oh, Alter! Ich guck das Ding an! Jetzt guck ich da nicht wieder raus. Ah, okay.
muss das nicht angucken, ich muss einfach bloß dran vorbeischauen. Niemals dahin gucken, wo man hingehen möchte. Ich muss es noch reparieren, ich müsste es auch mal auftanken und ja, dann gucke ich einfach in die Weltgeschichte. Also alle passen da garantiert nicht drauf, das kann ich mir nicht vorstellen, das ist einfach viel zu viel Müll. Lass es doch los, lass es doch los, was ist los mit dich? So, also 4 Stück passen hier drauf und 4 dann woanders. Ja, und dann. Was sieht aus, gefällt es mir ganz gut. Auch wenn die Mission jetzt so ein bisschen ähnlich war. Von wegen. Oh, Alter. Also. So, und dann suche ich mal noch einen anderen Flecken für den Restmüll. Könnte einfach ins Wasser schmeißen. Hier habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz für Müll. Kann ich es auch hier hinpacken? Kann ich es auch hier hinpacken? Ich kann es nicht hinpacken. Ich kann es hinpacken. Mülle ich einfach mal die ganze Harbor zu. Porto. Ja, wenn doch ein bisschen krakelig ist die Steuerung. Aber ich habe dann noch relativ schnell gemerkt, okay, das mit den Fischen, es geht tatsächlich. Also. Ja, man hat dann auch überall die Markers, auch wenn ich es nicht gleich am Anfang erkannt habe, aber das ist halt neu im Spiel, ich bin neu im Spiel und wir sind alle neu. Das können aber alle Freunde sein. Und ja, das passt doch ganz gut. Dann kann ich doch alles drauflegen und dann verdiene ich meine 35.000, die habe ich echt wirklich verdient. Ich habe hier eine ganze Nachtschicht eingelegt. Aber auch nur, weil ich nicht weiß, wie man hier die Uhr skippen kann. Also eigentlich zumindest schlafen, eigentlich gedacht, ne, aber. Und fertig. So, Leute. Ich weiß nicht, wohin ich das delivered habe. Das ist immer noch null. Alter. Das müsste doch eigentlich hier hin. Warum kann ich es nicht einfach irgendwo hinlegen? Oder ist es überhaupt das, wo ich hinlegen muss? Wieso kann ich es denn überall hinlegen? Wo muss ich es denn hinlegen? Ach, hier vorne. Na toll. Könnt auch den Müll doch einfach abholen. So, eins. Oh Gott. Alter. Es wird Zeit, dass ich meine eigenen Arbeiter habe. Die Steuerungslichter kann ich eigentlich auch machen. Die brauche ich jetzt hier drin eigentlich nicht, die ich hier rausmachen können. Na gut. Ja, aber mal abgesehen von dieser Kleinigkeiten. Aber hier ist auch mehr Platz. Also, wir haben ja noch nur noch 14 Stunden Zeit. Das heißt dann nachher, ich bin ja eigentlich schon prima darum, weil ich einen Tag Zeit hatte. Nur 10 Stunden dabei. Aber das ist ein echt geiler Lohn, muss ich sagen. 10 Stunden, 35.000 Kronen. Was ist so eine Krone? Ja, waren 80 Cent. In Europreisen, genau. Ja, weil das hier spielt, glaube ich, irgendwo im Norden, also Schweden, würde ich mal sagen. Aber auch Dänemark, das sind ja nicht gerade die ärmsten Länder. Ja. Trotz Euro kommen wir nicht mehr ansatzweise so weit. Aber das war auch damals in Dänemark-Zeiten ja auch nicht anders. Da konntest du locker durch 2 rechnen. Ja. Das kann sich auch bald wieder. Okay, gut. Das sieht doch echt gut aus. So, die Hälfte ist geschafft. Den Rest kriegen wir jetzt hier irgendwo auch noch an Bord. Naja, so an Bord ist es ja schon. Aber, tja. Ich werde immer mehr in used mit meinem Schiff. Und das ist wirklich eher so. Das erinnert mich stark an Spiele wie. Elite Dangerous. Ja, deliveren, ihr eigenes Boot haben. Ein Schiff. Ja, das Andocken, was auch ein bisschen hakelig ist. Also muss auch ein bisschen
mehr drin haben. Es gibt einen Autopiloten, wie man auch hier sehen hat, im Menü bei der Steuerung. Es wäre nämlich auch P wie Autopilot, ne? Ja, aber da kann es sein, dass man so ein Device kaufen muss, eventuell, I don't know. Oder zumindest eine Strecke vielleicht festlegen muss, die er dann abfährt. So ein paar Waypoints, eine Route halt. Ja, mal gucken. Ich würde jetzt auch nicht leicht hin und wieder mal so ein paar Deliveries machen, aber die ist ja eigentlich noch Early Access, also man baut hier seine eigene kleine Company auf. Aber so richtig ist das ja noch nicht. Gott, irgendwas Erinnerung. Ja, ich sehe auch langsam wieder Schluss machen. So, was haben wir denn? Clean up, Trash. Ja, wir haben den ganzen Müll gecleant. Complete. Am 2. April. 8 Crash, 35.000 Kronen, 350 XP. Wir sind extrem weit gefahren, deswegen gibt es auch noch ein bisschen was. Ja, haben sie erstmal verfahren. Und der ganze Müll ist weg. Na toll, und ich würde wahrscheinlich haben sie raus. Ja, egal. 55.000 haben wir. Wir werden definitiv noch ein wenig mehr sparen müssen für das nächste Boot. Und da habe ich echt Bock drauf, irgendwann das nächste Boot zu bewerben. Ah, hier müssen wir rein. Weil die Hannelore genügt uns irgendwann nicht mehr. Und hier haben wir noch mehr. Dr. Phil? Ah, ich will die nicht kaufen. Ich will bloß gucken, was wir mal noch haben. Und hier können wir unser kleines Ruderboot hier auch versailen, ne? Also das ist auch nicht schlecht. Ach so, hier unten, also das ist ein bisschen dumm. Weil hier schaffst du mal etwas mehr und dementsprechend auch mehr, ich würde mal sagen, Cargos. Aber das ist ja nicht nur Cargos, die wir wollen. Ah, das Longline, was ist ein Fischerboot? Das ist ein Fischerboot. Und hier sind die Serviceboote, die kosten richtig Knackgeld. Ja, vor allem der hier. Was? Wasserkanone sind so. Wow, cool. Das sind Tier 2 Schiffe. Ja, Dr. Phil wäre jetzt auch ein Tier 2 Schiff und hier sind da bei Weitem nicht so weit. Und ja, das kleine Ding jetzt hier kann ich auch nicht verkaufen, was ich habe. Also das hier schon, aber ich will die Hannelore noch nicht verkaufen. Ich will auch irgendwann mal die aus dem Fischerboot noch kaufen und mal fischen. Ne, also mal das probieren. Weil da gibt es auch keine Missionen anzunehmen. Ja, gehen dann einfach raus und fischen. Ansonsten hätten wir ja bloß Deliveries, nur in Anführungsstrichen, möglich. Clean up Trash, also es bleibt dabei. Und mehr Missionen haben wir eigentlich nicht. Wall Watching, ich weiß nicht, warum man das nicht nehmen kann. Active Boots need to be service type. Also das wäre vielleicht noch irgendwas, wo man sagt danach, das könnte man noch ausprobieren. Ja, das hier brauchen wir jetzt alles nicht. Ach so, ich will mein Schiff noch sauber machen. Ja, dann not available, das ist ja auch kein Small Tank, aber man kann es bei uns mit draufpacken. Aber wir haben ja kein Fischerboot so richtig. Fischfutter. Also ist ja kein, das ist ja auch wieder eine Delivery-Sache, ne? Also dann diese Fische irgendwo hinzubringen. Ja, das haben wir alles nicht. So, das hier will ich nur schnell reparieren. Kostet doch nicht viel. Aber wir können jetzt dann, also, okay, wir haben einen größeren Tank, brauchen wir definitiv nicht. Oder wir können auch dann das hier noch machen. Ab zu 20.000, was auch immer für Fische. User transporting Fische von Port to Deploy to Fish Farms. Also Fish Farms hätten wir auch noch am Start. Ich weiß auch nicht wo. Das brauche ich tatsächlich gar nicht. Ich weiß nicht, wo wir Fischfarmen sind. Hier unten sind Fischfarmen, oder? Ja. Not available. Push 50 kostet richtig Geld. Kann man vielleicht auch die ganzen Fischfarmen selber kaufen. Sieht fast danach aus, ne? Ich werde mir dann irgendwann mal schlau machen, was eigentlich die Hütchen zu bedeuten haben. Also ich kann mir vorstellen, hier Dangerous. Oder links und rechts. Dass das hier so die Straße hier ist. Ist ja beim Straßenverkehr auch so. Gut, alles klar. Dann gehe ich mal raus. Hier kann ich speichern. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr sehen wollt,
guck da weiter. Bis dann. Ciao.